Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im heutigen Video machen wir unsere Autos fit für den Winter. Und ich sag mal, wenn ihr diese Punkte beachtet, dann kann so viel gar nicht mehr verkehrt laufen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß dabei. Ja, wir fangen direkt mal an mit der aus meiner Sicht wichtigsten Sache. Und zwar ist das das Überprüfen des Frostschutzes. Dazu dreht bitte von eurem Kühlwasserbehälter den Deckel ab. Guckt da selber bei eurem Fahrzeug. Vorsicht, der kann unter Druck stehen, gerade wenn ihr vorher mit dem Fahrzeug gefahren seid. Den abschrauben. Und dann nehmen wir hier unser Prüfgerät, halten den Schlauch hier rein und drücken diesen Unterdruckballon zusammen. Und lassen das hier reinziehen. Und jetzt sehen wir schon hier am Indikator, dass wir hier circa, ja ich sag mal, bis knapp 30 Grad minus geschützt sind. Sollte das deutlich darunter liegen, dann bitte nachfüllen. Ansonsten lauft die Gefahr, dass das Wasser im Block gefriert, sich ausdehnt, Folge Riss im Block, Motorschaden. Das Kühlwasser kann dann einfach hier wieder eingespritzt werden. Das kann man natürlich noch weiter verwenden. Ja, kommen wir direkt zur nächsten Sache. Natürlich müsst ihr auch sicherstellen, dass euer Scheibenwischwasser für den Winter geeignet ist. Dafür gibt es auch an der Tankstelle jetzt zum Beispiel gebrauchsfertiges Scheibenwischwasser. Man kann das natürlich auch mit einem Konzentrat machen. Passt da bitte auf. Nicht nur reines Konzentrat reinkippen, das ist nicht geeignet. Das wird euch wahrscheinlich irgendwas durchätzen. Deswegen, ich mache es lieber immer mit dem gebrauchsfertigen. Den kann man ganz einfach einfüllen, braucht kein Mischungsverhältnis beachten. Ist natürlich aber auch deutlich teurer. Ja, kommen wir jetzt zu einem Sicherheitsaspekt, und zwar ist es das Überprüfen der Profiltiefe von den Reifen. Ihr solltet euch natürlich sicher sein, dass ihr mindestens 4 mm Profiltiefe habt. Wir überprüfen das mit diesem Tiefenmessschieber. Das ist auch das, was Reifenhändler verwenden. Und wir legen den Messschieber hier an, drücken die Skala bzw. den Prüfstift komplett nach unten, halten diese fest und gucken dann, wie viel Profiltiefe wir noch haben. Und wir haben jetzt hier noch knapp 6 mm und damit können wir noch beruhigt weiterfahren. Wer kennt es nicht? Ihr startet das Auto und der Anlasser dreht und dreht und leiert und leiert und das Auto springt nicht an. Genau für solche Fälle solltet ihr ab und an euer Fahrzeug an ein Batterieerhaltungsgerät anschließen. Und da habe ich mit dem wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Das hat teilweise auch schon tiefenentladene Batterien wieder ins Leben geholt. Und wie man das anschließt, zeige ich euch jetzt. Es reicht, wenn ihr das ab und an mal 5-6 Stunden dran steckt, um dann einfach für die nächsten Tage wieder genug Saft zu haben. Ganz wichtig, wenn ihr das Gerät anschließt, rote Klemme auf Plus, schwarze Klemme auf Minus. Und man schließt zuerst die rote an und dann hinterher die schwarze. Und jetzt steckt ihr das Ganze in den Strom. Ja, und jetzt gucken wir mal, in welchem Ladestatus sich die Batterie befindet. Das ist jetzt hier 3 und wir sehen auch, aha, okay, es wird das Auto erkannt. Das ist nämlich das Schöne an dem Ding. Es macht in der Regel alles automatisch. Ihr müsst hier nichts mehr einstellen. Und die einzelnen Ladezyklen, die kann man in der Bedienungsanleitung nachlesen. Wenn wir bei 7 angekommen sind, dann sollten wir das Auto starten. Wir haben jetzt hier aber noch genug Saft drauf, deswegen nehme ich das Gerät jetzt erstmal wieder runter und würde sagen, machen wir mit dem nächsten weiter. Ja, und dann noch eine Sache, um die wir uns kümmern wollen, und das sind die Türgummis. Ihr kennt das vielleicht. Man kommt zum Fahrzeug, will die Tür aufziehen und die Tür geht nicht auf. Das passiert, weil die jeweiligen Gummis aneinander kleben und sich nicht mehr lösen lassen. Und dann habt ihr im Worst Case das Problem, dass sich diese Gummilippe hier aus der Verankerung reißt und dann steht ihr ganz schön blöd da. Und genau für solche Zwecke nehmen wir hier diesen Gummipfleger, der ist genau dafür gedacht. Den einmal ein bisschen schütteln. Dann kann man hier die Schutzkappe entfernen, drückt den dann hier so ein bisschen auf
mache das jetzt hier einfach mal auf, drückt man den so ein bisschen auf. Ich mache das jetzt hier einmal auf meinem Tuch. So, und dann sieht man, da kommt schon so eine milchartige Flüssigkeit raus. Und dann kann man hier schön die Gummis einreiben und eben dafür Sorge tragen, dass man hier wirklich keine Verklebungen oder ähnliches hat. Ja, ich denke, dass das Produkt hier selbsterklärend ist. Und zwar ist das ein Scheibenenteiser und der hat einen Sprühkopf oben drauf. Das sprüht man im Winter auf die vereiste Scheibe und kann dann das Ganze einwirken lassen. Und ich sag mal, relativ schnell ist die Scheibe dann frei. Ich bin gar kein Freund von Eiskratzern, weil ich mir in der Vergangenheit wirklich meine ganzen Scheiben damit zerkratzt habe, wenn mal Dreck oder Schmutz drauf ist. Ich weiß, es gibt da richtig tolle Dinger, aber kann ich einfach nicht empfehlen. Das kann ich euch wirklich empfehlen, weil das benutze ich in den letzten Jahren nur noch, dass ich nur noch meine Scheiben mit einem Scheibenenteiser absprühe und dann meine Ruhe habe und keine Sorge vor Kratzern haben muss. Ja, kommen wir jetzt abschließend noch zu den Sachen, die weniger mit dem Fahrzeug selber, sondern mehr mit dem Fahrzeuginsassen zu tun haben. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, Worst-Case-Szenario, was ich keinem von euch wünsche. Ihr seid auf einer langen Strecke unterwegs, plötzlich, Auto steht still, ihr müsst mehrere Stunden im Kalten verharren und dann bietet es sich an, sowas im Auto zu haben. Ihr könnt eurer Freundin oder eurer Frau, Kind, Kumpel, was auch immer, eine Decke anbieten und dann eben noch zwei Sachen, die man dabei haben sollte. Das ist ein ordentliches Paar Handschuhe und eben eine Taschenlampe. Die haben sich natürlich bewährt. Kann man auch noch, reden wir nicht drüber. Auf jeden Fall, das ist meine Empfehlung an euch, was ihr so im Auto haben solltet. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, um mich zu unterstützen. Und schreibt auch gerne einen Kommentar, da freue ich mich am meisten drüber. Und ihr wisst ja, in der Regel antworte ich jedem. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und ich wünsche euch jetzt eine schöne besinnliche Zeit und kommt gut durch den Winter. Bis zum nächsten Video. Ciao.